Nach Loch im Eis und Spielverlegung gegen Ingolstadt wird endlich wieder gespielt in der EG Trans Arena. Fünfter Spieltag, die Steelers gegen die DEG. Bei der ist der Headcoach zurück, Roger Hansson, wieder an der Bande. Er war zuletzt ja mit Corona ausgefallen. Wir gehen rein ins Spiel mit den Steelers in den grünen Trikots. Und da zeigt zu Beginn Neuzugang Chris Wilkie seine Qualität. Rein in die Mitte und sein drittes Saisontor. Das 1:0 für Bietigheim nach gerade einmal 65 Sekunden. Und da sieht man mal, wie schnell der ist. Wilkie. Hier will Bartha seinen Mitspieler übernehmen. Und dann nutzt Wilkie den Platz, den er ganz kurz hat. Überwindet Henrik Haukeland, der zum vierten Mal im vierten Spiel im Düsseldorfer Tor steht. Ansonsten wenige Highlights in diesem ersten Drittel. Bis zur 18. Da kommt Alex Bartha. 1:1 Ausgleich. Wunderbar. Hinten raus kombiniert über Philipp Gogola und Daniel Fischbuch. Das sieht am Ende dann ein bisschen leicht aus, wie sie Bartha freispielen. Der hat viel zu viel Platz. Auch von Cody Brenner, der zum ersten Mal in dieser Saison im Tor des Steelers den Vorzug erhält vor Sami Aitokallio. Danny Notes hat ein chancenarmes, ausgeglichenes erstes Drittel gesehen und erlebt einen Schreckmoment zu Beginn des zweiten, nämlich fast das 2:1 für die DEG. Alexander Ehl scheitert hier nur ganz knapp, nachdem Brenner der Puck durchrutscht. Ehl per Rückhand, gerettet von Daniel Weiß. Hier nochmal aus der Übertorkamera. Unendlich knapp diese Szene. Das war eine 23. Minute. Selbe Spielminute, wieder Alexander Ehl. Und diesmal läuft's besser. 2:1 DEG. Ehl mit seinem ersten Punkt, mit seinem ersten Tor in der Saison. Nutznießer vom Fehler von Guillaume Notes. Der verliert dann nämlich kurz die Balance, ist dann zu weit weg. Ehl sagt Danke und schiebt's ein. Bietigheim hat 10 Minuten später die Antwort. In einem umkämpften Spiel. Hier kommt der Druck und da kommt Robert Kneißler. Bitteschön, erstes DEL-Tor und was für eins. Das 21-jährige Bietigheimer Eigengewächs. Hier übernimmt er, dann hat er zweimal den Kopf oben. Und besser geht es wirklich nicht. Auf die Stockhandseite von Henrik Haukeland. Oben in den Giebel. Nichts zu halten für den Düsseldorfer Torhüter. Roger Hansson versucht vor dem letzten Drittel seine Mannschaft nochmal zu pushen. 2:2 steht's. Eine Minute ist das letzte Drittel alt. Bietigheim mit dem Pfostentreffer. Ganz, ganz knappe Kiste. Viel Verkehr jetzt vor dem Tor. Die Szene danach dann abgepfiffen wegen eines hohen Stocks. Aber der Treffer, er hätte tatsächlich gezählt. Keine 10 Minuten mehr zu gehen. Scheibe kommt zu Norman Hauner und Bietigheim jubelt. Und der Treffer, er gehört wohl Norman Hauner. Wir können es nicht ganz genau auflösen. Sein Schuss am Ende von Luca Zitterbart ins eigene Tor abgefälscht. Daniel Weiß in seinem 699. DL-Spiel wohl eher nicht mehr dran. Für Bietigheim ohnehin egal. Die Führung hält aber wieder nicht. 55. Minute, verkehrte Welt bei der DEG. Jonas Järvinen, der Verteidiger, ist vorne ganz frei weg und macht das 3:3. Hinten ist es Daniel Fischbuch. Kopf hoch, weiter Pass, maßgenau in den Schläger von Järvinen. Und was für ein super Tor mit der Rückhand oben in den Giebel. 3:3, denn auch der Spielstand nach 60 Minuten. Und das geht auch okay so. In der Verlängerung passiert auch nichts mehr, trotz zweier Überzahlsituationen. Und so ist es Alex Bartha, der mit diesem Schuss das Spiel entscheidet. Die DEG holt 2 Punkte, aber der Siegtorschütze ist nicht ganz happy mit dem Spiel seiner Mannschaft. Ja, ich glaube, dass wir mit dem Spiel nicht zufrieden sein können. Das ist nicht unser Anspruch. Wir haben hinten viel zu viel zugelassen, nicht geradlinig genug, ja, zu viele Turnovers, zu viele Scheibenverluste. Ja, wir können froh sein, dass wir hier mit 2 Punkten nach Hause gehen. Oh, ich glaube, Düsseldorf, wir haben zum Schluss im letzten Drittel noch dumme Strafen gemacht. Das hat uns ziemlich Kraft gekostet und das hat man dann vielleicht in unserer eigenen Überzahl in Overtime gesehen. Aber die haben dann halt die Chancen genutzt. Okay, im Penalty ist halt immer ein bisschen Glück. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen üben, aber sonst war es heute schon ein gutes Spiel. So unterschiedlich kann die Gefühlswelt sein. Bietigheim
verliert und ist ganz zufrieden. Hat auch immerhin den ersten Punkt der Saison geholt. Düsseldorf gewinnt, ist aber nicht ganz zufrieden. Steht jetzt nach 4 Partien bei 7 Zählern.